Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sehen uns heute mal den neuen DB Navigator an. Ich habe ja vor einiger Zeit schon einmal ein Video gemacht zum Thema Bahn-App. Da habe ich euch erklärt, wie ihr euch das Deutschland-Ticket kaufen könnt und bin auch ein bisschen auf die Funktionen eingegangen. Habe euch da noch eine andere Bahn-App vorgestellt, die meiner Meinung nach wesentlich praktischer ist. Ich verlinke euch das alles im Abspann und das Video ist jetzt natürlich mehr oder weniger passé, weil die Bahn inzwischen einen neuen DB Navigator veröffentlicht hat. Das heißt, sie haben die App general überholt. Auch im Web, auch auf dem Desktop, also im Browser, sieht das Ganze jetzt anders aus. Und ich schaue mir das heute zum ersten Mal auf dem iPad an. Ich kenne die App natürlich schon, da ich Bahnfahrer bin und diese App regelmäßig auf dem Handy auch benutze. Wir schauen uns das mal auf dem iPad an. Willkommen im neuen DB Navigator. Ihr idealer Reisebegleiter, einfacher, schneller und intuitiver. Intuitive Navigation durch neue Menüleiste. Gelangen Sie schnell in die Bereiche Buchen, Reisen und Profil. Einfach hin und zurück, nur Sitzplatz. Wählen Sie die passende Option im Dropdown-Menü aus, um zielgenau in die Verbindungssuche zu starten. Ein Blick zur Seite lohnt sich. Wischen Sie nach rechts oder links, um weitere Angebote und Services zu entdecken. In bester Begleitung unterwegs. Die neue Reisevorschau zeigt Ihnen alle wichtigen Infos zu Ihrer Reise in Echtzeit und auf einen Blick. Das stimmt natürlich gar nicht unbedingt. Wenn bei uns die S-Bahn ausfällt, dann fährt die an uns vorbei in der App, bis dann irgendwann vielleicht 20 Minuten später mal eine Durchsage kommt. Also von Echtzeitnavigation kann da keine Rede sein. Also der Zug fährt in der App vorbei, obwohl er in der Wirklichkeit nicht vorbeifährt. Ah, lange Geschichte. Ihr kennt das mit der Bahn. Jetzt Prämienpunkte einlösen. Sind Sie für das Bahn-Bonus-Vorteilsprogramm angemeldet? Loggen Sie sich in der App ein und nutzen Sie Ihre Vorteile direkt beim Buchen. Ihre Tickets einfach importieren, mit Ihrem Kundenkonto anmelden. Tickets werden automatisch im Menüpunkt Reisen geladen. Mit Login fortfahren oder schließen. So, mit den Suchoptionen individuell zu Ihren Verbindungen. Die angezeigten Verbindungen basieren auf Ihren eingestellten Suchoptionen. Es ist möglich, dass Ihnen weitere Verbindungen angezeigt werden, wenn Sie Ihre Suchoptionen ändern. Okay, so, einfache Fahrt. Ihr habt das gerade gesehen mit der schnellsten Verbindung, die auch angezeigt wurde. Diese Funktion ist passé, da sage ich gleich nochmal was dazu. Wir sind jetzt hier im Bereich Buchen. Unten haben wir Tabs, die wir umschalten können. Wir haben Mein Profil, Reisen und Buchen. Und hier können wir jetzt schon mal einstellen, einfache Fahrt, Hin- und Rückfahrt, nur Sitzplatz ohne Ticket, Abfahrten und Ankünfte. Wir können also sagen, wir wollen von Stuttgart Hauptbahnhof nach Berlin. Hauptbahnhof heute um 11.36 Uhr. Hier können wir die Verkehrsmittel uns anzeigen lassen. Das funktioniert bei uns in der Region auch nicht. Stadtbusse werden hier zum Beispiel nicht angezeigt. Ich lasse das aber mal so. Im Normalfall lässt man die Einstellungen ja so, wie sie sind. Dann klicken wir auf Suchen und bekommen hier die Fahrten angezeigt. Und hier gibt es jetzt eine Funktion namens schnellste Verbindungen anzeigen. Wir suchen für Sie nur die schnellste Verbindung und die danach abfahrenden schnellsten Verbindungen Abfahrtsuche bzw. die davor ankommenden schnellsten Verbindungen Ankunftssuche. Wir zeigen Ihnen gegebenenfalls zusätzlich eine Verbindung mit weniger Umstiegen bei längerer Reisezeit als die schnellste Verbindung. Wenn wir diese Option deaktivieren, suchen wir weitere Verbindungen zu Ihrem Ziel, die zu der von Ihnen gewählten Abfahrts- oder Ankunftszeit passen. Also man kann es hier an- und ausschalten und diese Funktion muss, glaube ich, entfernt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Da sagt die Verbraucherzentrale, die Funktion ist irreführend. Wir bekommen wohl die schnellste Verbindung angezeigt und das funktioniert auch wunderbar, aber bei den nachfolgenden, also der zweitschnellsten Verbindung, der drittschnellsten Verbindung, da kommt es wohl zu Irritationen. Genauer kann ich es euch nicht erklären. Ich habe das nur in der Presse gelesen, googelt das selber mal bei Google News zum Beispiel oder bei einem anderen News-Anbieter, wenn euch das Thema interessiert. Also diese Funktion muss wohl entfernt werden oder wird überarbeitet. Ich glaube, auf dem Handy sieht man sie schon gar nicht mehr. Vielleicht hängt die iPad-Version hier ein bisschen hinterher. Ja, und ansonsten hat sich gar nicht so viel verändert, außer die Optik von der App. Was man nach wie vor nicht anzeigen kann, ist eine Verbindung nur mit dem Deutschland-Ticket. Das ist auch irgendwie wieder schwach. Dazu braucht man die andere App, die ich euch
euch vorgestellt habe und die ich euch am Ende verlinke und vielleicht auch in der Beschreibung, die zeigt einem genau an die Fahrten, die mit dem 49 Euro Ticket möglich sind. Das kann diese App hier nicht. Das ist, wie gesagt, traurig. Dann kann man hier noch Favoriten hinzufügen, Tickets und Angebote. Man kann eine Bahncard kaufen und man kann sich hier natürlich einloggen. Dann hat man wieder Zugriff auf seine Tickets, also auch automatisch auf das 49 Euro Deutschland Ticket über Reisen. Kann man das anklicken. Das ist alles sehr unkompliziert und intuitiv. Tatsächlich, da muss ich die Bahn mal loben, wobei das war es auch vorher schon. Ja, und dann war es das im Wesentlichen auch. Also wir können hier direkt buchen, unser Abo-Ticket verwalten. Wir können sonstige Fahrten buchen, ICE etc., was mit dem Deutschland-Ticket halt nicht geht. Und im Wesentlichen war es das schon. Das ist die neue Bahn-App, der neue DB-Navigator. Was haltet ihr davon? Benutzt ihr noch andere Apps, während ihr mit der Bahn fahrt? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zu dem Thema. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.